Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Hallo, ich bin Robo. Birthday! Ja. Sehr guter Start. Ja. Ja. Wir wollen es eigentlich ein bisschen anders machen. Hallo. Wie kann ich dir helfen? Bla bla bla. Wo finde ich die Geburtstagsparty stand? Muss ich Geschenke mitbringen. Oh, das war's schon. Wir müssen da hinten hin. Hier ist ja noch eine Quest hier vorne. Aber wir machen das. Ach, das ist das Quiz. Das Quiz machen wir später. Ja. Oder ob wir das überhaupt heute noch machen. Das stimmt. Und wir haben ja gerade eben auch das. Boah, es leckt jetzt schon. Mhm. Wir haben gerade auch das Video von Frau Maria zu Ende gebracht. Ein Chaya! Noch mal Naya! Oh. Möchte erstmal die Jobs gucken, was es da gerade im Moment geht. Ach ja, hier gab es ja diese mega tollen Dinger und so. Die Hufeisen. Die waren ja so toll. Das war ja dieses eine mega tolle Set. Was Clash, glaube ich, immer noch an. Nee, Clash hat das nicht mal. Ja, das Geburtstagspferd gibt es jetzt zu kaufen. Ich guck mal für wie viel. Für 600 Starcoin. Dass wir das vor einem Jahr geschenkt bekommen haben, finde ich das schon viel. Oder? Das stimmt. Hier so. Müssen wir Belohnung abholen. Musik läuft schon mal. Geburtstagfeierlichkeiten. Blablabla. Höre den Verantwortlichen zu. Ich habe gehört, dass die Torte verschwunden ist. Ich nehme ein paar von den Abenteurer. Magst du Feuerwerke? Green Screen und dieses andere Black Screen. Ja. DJ Kai. Findest du einen Quiz-Turn? Ja, das machen wir jetzt nicht. Dann machen wir, wenn dann zum Schluss. Außer jetzt goldene Hufeisen die Belohnung einzutauschen. Wo? Da! Möchte ich jetzt erstmal kurz in den Shop gucken, in diesen. Das ist. Nee, das ist auch nicht das. Das heißt, so alles, was über die Geburtstagsfeier zu wissen gibt. Hier ist auch die. Hier ist ja auch dieses Set hier. Das haben wir ja auch uns gekauft. Ja. Leider. Kommst du? Das haben wir uns nicht gekauft, das haben wir getauscht letztes Jahr gegen Hufeisen. Letztes Jahr gab es das ja zum Tauschen. Bist du bereit für eine traditionelle Schnitzeljagd? Alles Gute zum Geburtstag oder welches hast du? Ja. Warte, stopp, ich möchte eben gucken. Oh, okay, kannst weiter. Frage Jamie Oliver zu fehlenden Geburtstagskrone. Ich hatte noch 4 Hufeisen vom letzten Jahr. Und jetzt müssen wir noch Hufeisen sammeln. Ich habe leider nicht wirklich durchgehen. Warte, ich guck mal im Buch. Oh, Jamila, Gott, bist du hier? Ich glaube, das ist die da hinten, oder? Ja! Ich muss rätseln, weil ich habe nicht die grünen Fragezeichen an. Die heißt auch Jamila. Deswegen finde die geflohene Hühnerschar. Hühnerschar? Ich höre ein leises Gackern. Ich noch nicht. Ich habe einen Huhn. Ah, das läuft mir hinter. Ja. Hast du auch schon einen Huhn? Eins. Eins? Ein Hühnchen? Eins von 6. 6 Hühnchen.
Ein bisschen sexy. Ich hab das nächste. Kack, kack, kack. Beim Leuchtturm ist auch eins. Kack, kack, kack. Ich hab zwei. Ich auch. Wo hast du das zweite? Beim Leuchtturm. Ah. Ich stecke hier bis Moorland ist das schon. Die Lampe wurde neu gemacht. Ich habe ein Hufeisen. Das liegt hier einfach so rum. Hurra, du hast ein goldenes Hufeisen. Wenn du genug davon damit hast, kannst du das gegen Geschenke eintauschen. Eins von denen der. Zwei! Ich habe auch schon zwei goldene Hufeisen. Ich finde die anderen Hühnchen nicht mehr. Da sind zwei. Mann, warum machst du mir nach? What? Ich habe, glaube ich, ein neues Hühnchen. Ja? Nope. Da oben ist ein Hühnchen, glaube ich. Hier. Warum findest du einen? Weil ich gucke, wo die anderen hinreiten. Cheaterin. Das hat mit Cheaten überhaupt nichts zu tun. Das ist mit einfach mal vernünftig zugucken. Hat das was zu tun? So weit weg kann das ja nicht sein, ne? Ich habe nur erst drei. Hinter der Screenwand. Hinter den Screenwand. Wo hast du das? Ah, du hast ja noch dieses auf einem Leuchtturm. Hinter dir. Fünf. Hier, bei der Scheune. Ich kann nicht. Sieht ja ein bisschen witzig aus. Wo beim Leuchtturm? Hinterm Leuchtturm. Oh. Kack, kack, kack. Warte, ich möchte das jetzt auch nochmal mit eigenen Augen sehen. Wo sind jetzt die Eier? Warte. Sie gar keine Eier. Sollten sie nicht Eier für mich haben? Ach, die müssen jetzt legen. Ich schätze, was macht denn? Sollten sie wer? Bla bla bla. Pflanzen etwas Mais an, damit die Hühner etwas zu fressen haben. Ich glaube, wir müssen absteigen. Nee. What? Hä? Kann ich draufklicken? Gehen bei mir gerade. Vielleicht musst du nicht direkt drin stehen. Ich würde sagen, wir melden uns, wenn Jamila fertig ist. Ah, naja, jetzt. Jetzt ging's. Wow, das hast du echt profimäßig gemacht. Mein Freund hat mir auch gesagt, dass Hühner gerne Blattgemüse essen. Ach, für keine Pflanze, um die Viechern zu geben.
Hola. So dran vorbei. Die Hühner folgen mir immer noch. Die auch? Mhm. Was? Doch, eins. Eins Kack hat mir noch hinterher. Kack haben dir noch alle hinterher? Wow, ist das laggy im Moment. Wo ist hier denn noch ein Kohl? Ich stieg in... Ah, da. Hast du schon alle? Nein, sonst würde ich hier ja noch nicht mehr rumreiten, oder? Vielleicht fehlt mir noch. Einer fehlt mir noch. Da flitzt die Jamila vor. Auf mein Pony. Ich finde das Wahnsinn, vom Pony auf das Shire. Pony? Das ist auch viel. Shire! Die größte Pferderasse der Welt. Oh, leck das hier. Kriegen wir da dafür. Wir haben noch keine Hufeisen dafür gekriegt. Warte. Es gibt hier auch jetzt die Ponys wieder. Diese Ponys. Die Nixies. Ja, die Nixies. Die kennt ihr aus einem anderen Video. Da gab es die auch schon mal. Wenn ihr die sehen wollt, guckt beim anderen Video nochmal vorbei. Bla bla bla. Torte kümmern. Bisschen Mais sammeln. Du stehst mir ein bisschen im Weg. Ich steige mal ab. Ich auch. Haben wir vielleicht irgendwie eine Hacke oder so? Nee. Das finde ich ja komisch. Kannst du dich anklicken, du? Ich hab's. Hä? Ich muss erstmal ein paar auf die Ecke nehmen. Da kannst du mehrere nicht anklicken. Warum stehen die auch direkt da drin, Mann? Nerven. Oh. Mann, jetzt. Jamila hat es dann auch geschafft. Endlich. Und hier müssen wir noch was. Das geht zum Glück einfach. Wo ist mein Pony? Da ist mein Pony. Hä? Ah, wir müssen noch was mit den Hühnern machen. Geht einfach. Andere Sicht. Jetzt. Bei mir ging es einfach. Und wenn ich mal dieses Symbol habe, wird das gleich weg. Jetzt müssen wir die Hühner da rein tun. Was, Sable, wenn ihr dieses Video seht, warum habt ihr das so schwer gemacht? Wollt ihr die Spieler ein bisschen rumeiern lassen? Gleich? Oder warum habt ihr das so gemacht? Wisst ihr das überhaupt? Das geht gar keiner. Sieh dir an, wie sie reinhauen. Sie hatten wohl einen Riesenhunger. Das ist ja auch so viele Pferde. Vorher prompt haben sie Arbeit. Da es freilaufende Hühner sind, ist es nicht ganz einfach, die Eier zu finden. Eiersuche. Und dass das in einer Minute wächst, ist auch nicht normal, oder? Was? Dass das Weizen in einer Minute schon gewachsen ist? Nee, das stimmt. Mir läuft immer noch ein Scheiß
ein Huhn hinterher. Dieses Ei. Gut gemacht, meine Beste. Jetzt haben wir alles beisammen. Es wird Zeit, dass wir uns backen machen. Ja, okay. Ich weiß nicht, welche Geschmacksrichtung. Ganz oben. Erdbeertorte. Warum sind alle genau hier? Wo ist das mir da? Ich kann es nicht. Hä? Wir müssen das. Ja, ich muss erstmal hier kurz weg. Ich saß irgendwie auf dem Pferd und irgendwie auch nicht. Dann muss ich das nochmal machen. Ist ja nicht schlimm. Das wird ja nicht nur mehr so gehen, oder? Ja. Ich krieg das gerade richtig gut hin. Man muss einfach eine gute Perspektive kriegen. Wie muss man das machen? Mehl? Nee, einfach draufklicken. Das ging nicht. Hey, komm. Ich muss einmal kurz das hier. Soll ich das machen? Nein. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir die Torte nur noch backen und dann fertigstellen. Bei mir stand gerade Jamila. Olivenbaum. Und nicht Jammy. Deswegen hat mir da. Okay, bitte. Jetzt, ich muss gerade auch mich ein bisschen konzentrieren. Ja, ich finde das gerade ein bisschen anstrengend. Große Schale, große Schale, große. Hindrehen. Jetzt gleich nochmal dahin auf das andere. Und jetzt nochmal ja, große. Habe ich. Müssen wir die Torte nur noch backen? Wird das auch wieder so kompliziert? Und dann haben wir im Handumdrehen eine leckere Torte. Ich glaube, es gibt jetzt schon Spieler, die Level 24 sind. Weil es gibt ja auch Spieler, die das schon richtig lange spielen. Wo müssen wir hin? Die Quest? Nee. Ich habe immer noch diese komischen Hühnchen hinter mir. Du bist aufs Pferd aufgestiegen. Ja, und? Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich glaube es. Dass wir hier hin müssen. Müssen wir hier hin? Ja! Endlich, das Herzstück der Feierlichen ist an dem Platz von der Feier. Aus diesem Jahr kannst du wirklich sie übertroffen, Jamie. Ohne Jamie kann ich das nicht. Du bleib nur. Eine Erdbeertorte. Ich mag die am liebsten. Die Torte ist jetzt die Feier. Oh, so das ist ein ganz... Das ist ein ganz... Wir müssen uns ein Stück kaufen. Ich habe mir ein Stück Kuchen gekauft. Kauf dir jetzt auch ein Stück Kuchen. Und ich gebe das jetzt meinem Pferd. Oh, das kann ich selber essen. Okay, Flasche ist wieder. In Sperrbis gegessen. Okay? So, da sind noch mehr Quests. Ja, da machen wir. Hier, bei der Bühne. Theaterbootcamp. Ja.
Absteigen und auf die Bühne. Nur meine komischen hier. Okay. Okay, Start. Ich will dich lachen sehen. Traurigkeit. Klar können wir dir traurig sein und weinen. Zeig mir dramatisch Ohnmacht. Dramatische Ohnmacht. In Ohnmacht fallen. Verneige dich zum Abschluss. Das kann ich am besten. Ausgezeichnet. Sprechen wir über die Kostüme. Ich habe doch nochmal angeklickt. Was willst du denn da? Nein, nein, nein. Das ist völlig falsche Farbe. Komm wieder. Dann sprich, wenn du bereit bist, dieses Rot jetzt zu nehmen. Ach, er will rot. Ich hab nichts Rotes. Ich auch nicht. Dann ist das so. Du kleines komisches. Wo ist mein Pferd? Da. So, hier haben wir ja tatsächlich alle gemacht. Ich würde dann zum Pferd. Ich habe 6 Hufeisen. Ich habe 2. Okay, dann können wir das zusammenholen. Na klar. Und am Ende alles einlösen. So, wollen wir die Amazon. Quiz. Aber ich möchte mich gleich einmal kurz auslocken und wieder einlocken. Weil ich habe diese blöden Hühnchen immer noch hinter mir. Jamila hat sie nicht mehr. 1. Habe ich noch. Und mich nervt das gerade ein bisschen. Du siehst sie ja noch nicht mal. Ja. Gackern mir die ganze Zeit die Ohren voll. So. Gacka. Jetzt sind die Hühnchen noch weg. Endlich. Sprich mit dem Quizmaster. 5 Jorvik-Schillinge sogar. Wow. Machen wir jetzt mal. Morgen-Quiz. Ich glaube, das habt ihr sogar... Ja, das habt ihr schon alles gesehen. Aber wir zeigen euch das trotzdem mal. Wem gehört der Moorlandstall? Der Familie. Der Moorland. Den Bobcats, glaube ich. Was ist unterschiedlich zwischen einem Pferd und Pony? Ihre Größe, ihre Farbe, ihr Alter. Ihre Größe. Das wird auf jeden Fall richtig sein, weil wir, Mama reitet nicht mehr, aber wie heißt das große, wie heißt Jorviks großes Pferdefest? Das Pferdehabingen, das Pferdesport-Event, das Reitsport-Festival. Das Reitsport-Festival, natürlich. Weil sich nicht mit Pferden und so auskennt, das ist echt nicht so toll. Wie lange ist ein Pferd dressiert? Ein Jahr und 9 Monate? Ne, erstens 9 Monate, zweitens 10 Monate, drittens 11. 9. Meine 10. Wie ist die Clubfarbe der Bobcat-Mädchen? Rosa. Da weiß das ein bisschen, das darfst du eben nicht. Wie heißt Stallhilfe Maya? Maya. Maya. Wie heißt Lorettas beste Freundin? Tan. Ich glaube auch.
Gucken wir mal, wie viele Antworten wir richtig hatten. Ich glaube, hier kriegen wir diesen einen Ballon. Also, ein Apfel. Wie viel hast du bekommen? Eine Möhre! Wir hatten nicht alle Fragen richtig. Ich glaube, dann von mir Bob, die Bobcats gehört an den. Nee, Moorlandstall. Ich würde sagen, wir gucken dann nochmal in 4Go auf der Starshine Range das Quiz. Vielleicht kriegen wir das ja richtig hin, oder? Ja, wir gucken einfach mal. Raydell geht nicht so lang. Ein bisschen länger ist das, glaube ich. Letztes Mal ging es schon ziemlich lang. Ja. Und da bekommt man, glaube ich, eine Schabracke. Hä? Müssen wir da zurück? Da ist sie. Das ist das Quizmaster. Ja. Ich versuche. Ja, bla. Bla bla. Bla 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 bla. So, dann gucken wir mal. Mal gucken, ob wir jetzt mehr sind. Wie heißt der Fluss, der durch werde? Silver Song, Silver Wind, Silver River. Silver Song. Wer hier schon mal war, weiß das bestimmt. Ganz bestimmt. Ich finde, du durftest mir so einfache Fragen. Wie ist ein Quagga? Was ist ein Quagga? Eine Verletzung, ein Reitershundzahn, ein ausgestorbenes. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Mama, googelt. Ich weiß nicht, was ein Quagga ist. Ich glaube, ein Ausrüstungsteil. Das ist tatsächlich ein ausgestorbenes Zebra. What? Ein Quagga ist ein ausgestorbenes Zebra. Welche dieser Disziplin ist nicht Teil des Riesigkeitsrennen? Gelände, Hindernisrennen, Ressourcen. Hindernisrennen. Hindernis. Meine ich auch. Wir reichen einfach kreuz und quer. Ja, aber sollen wir dann auch den Faden folgen? Wem gehört der Jorvikstein? Hermann, Gunnar, Herrn Sams. Hermann. Tatsächlich? Ich glaube Hermann. Mama ist wieder am Googeln. Du sagst? Hermann. Dann nennen wir Hermann, oder? Ja. Ich glaube, es gibt auch Leute, die dann mit dem Transi da hinfahren und gucken. Oder? Wie nennt sich die Dreben Jorvets? Bewahre IDs. Ja. Jetzt versuchen wir das mal. Ohne die Antworten durchzulesen, okay? Okay. Ja. Mama? Oder ich habe goldene Zuweisen. Ja, das habe ich auch gefunden. Man hat schon so viele. Ich habe erst 3. Du hast 7. Ich habe vom letzten Jahr noch welche. Welches Instrument spielte Aydins, als Jorvik erschaffen wurde? Harfe, Flöte, Akkord. Harfe. Ich bin auch bei Harfe. Harfe. Was für ein Wesen ist Fripp? Ein komisches Wesen, ein Pony, ein Eichhörnchen. Und Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Ich glaube, wir haben nicht alles richtig. Du? Ja, doch.
Du glaubst, wir haben alles richtig. Du hast heute nicht alle Antworten richtig hinbekommen. Wir haben noch nicht mal einen Apfel. Oh, ich habe eine Möhre. Wollen wir noch eins versuchen auf das Starschwein-Ranch? Ich würde sagen. Starschwein-Ranch. Eine machen wir noch. Wir versuchen es. Ihr könnt uns sonst ja einfach mal in den Kommentaren schreiben, was wir genau falsch gemacht haben. Wenn ihr es wisst. Ach so Scheiße. Meine Nacktkatze wohnt da auch. Mein Vorteil ist, sieht doch ein bisschen aus wie eine Nacktkatze. Mhm. Wenn ihr nicht. Mein Quarterhaus ist zum Glück beide ausgelöst. Jetzt machen wir mal getrennt. Okay. Du liest vor und ich mach erst und du danach. Okay? Also ich lese schon mal vor und ich lese auch vor. Also, welches Pferd ist dafür bekannt? Bei Viertelmeilenrennen zu das schnellste zu sein. Weiß ich nicht. Ich habe gerade einfach irgendwas gedrückt. Jetzt mache ich. Du am besten noch nicht anklicken, weil. Ach, ist doch Furs. Wie heißt, die Hauptstadt von Jorge? Wird nicht bei der Westernart gerinnt. Geh schon weiter, mach weiter, mach weiter. Ich überlege gerade. Letztes Jahr die Fragen nicht ähnlich. Keine Ahnung. Ich hoffe, jetzt haben wir. Hat einer von uns das mal richtig. Das ist ein ziemlich kleines Pferd. Das ist ein Pferd. Das müsste das gewesen sein. Auf den Nebelfall. Mal gucken, ob einer von uns alles richtig hat. Ich glaube nicht, dass ich alles richtig habe. Ich glaube schon. Oder dass wir mal ein richtiges Belohnungsteil kriegen. Es tut mir leid, Jamila, du hast heute nicht alle Fragen richtig beantwortet. Hm. Hoi, dein, von denen der Ernst? Menno, vielleicht machen wir gleich noch was im Off, oder? Ja, ich würde sagen, das war's erstmal. Okay, Versuch Nummer 1 startet. Gescheitert. Ich würde sagen, wenn wir alle Quizfragen mal richtig haben, werden wir dazu noch mal ein Video machen. Gefailt. Oder? Ja. Und dann. Nummer 3. Richtig! Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Warte. Lasst ein Abo da. Tschüss! Tschüss!